Was ist dein Lieblingsfach? Mathe, Deutsch oder Selfies machen? Und ja, das gibt's wirklich. Wenn du nämlich denkst, dass deine Fächer in der Schule dumm, sinnlos oder einfach richtig weird waren, Latein, eine tote Sprache lernen, super, dann freu dich auf unseren Exkurs zu den wirklich dämlichsten und unnötigsten Schulkursen der Welt! Und damit, hey Leute, ich bin's wieder, der im Unterricht auf Bäume kletternde Mann aus dem Klassenraum mit Leistungskurs. Zeit im Internet verschwenden? Machst du das nicht gerade? Ich meine, wann bist du das letzte Mal rausgegangen und auf einen Baum geklettert? Und hast du dabei überhaupt alles richtig gemacht? Hast du etwa nicht den Auf-Bäume-Klettern-Kurs der Cornell-Universität abgeschlossen? Ja, das ist ein echter Unikurs, der sich einzig und allein ums Auf- und Un-Bäume hangelt. Ich verarsche euch nicht! America! Yeah, und auf Bäume klettern ist natürlich nicht gleich auf Bäume klettern. Die bieten freizeitliches Baumklettern, Baumkletter-Lehrerausbildungen, Baumkronen-Erforscher-Baumklettern für Jugendliche und Baumkletter-Expeditionen an. Expedition. Die Krone. Also insgesamt irgendwie der Traum eines jeden Grundschülers, I guess. Du kannst mit den Kursen sogar in einer Hängematte zwischen den Ästen schlafen. Toll. Das konnte ich vorher nicht. Das ist so komplex, da muss ich in die Uni für. Ich würde auch lieber Bäume exponieren als Logarithmen, aber trotzdem finde ich unseren nächsten Kurs praktischer. Zombies. Und ja, wir reden immer noch über einen Kurs an einer echten Universität. Die Michigan State University hat nämlich einen Online-Kurs mit dem Titel Wie man die Zombie-Apokalypse überleben kann angeboten. Und für den hat man sogar wirklich 2 Credit Points bekommen. Und der gesamte Kurs bestand nicht irgendwie nur aus Theorie. Das ist real. Ich bin damals in Elektrotechnik durchgefallen. Was soll die Scheiße? Das ist einfach ein komplettes Nebenfach. Für Zombies. Also wirklich Zombies. Einfach Eisenschwert, mehr brauchst du nicht. Also bei uns in Deutschland hätte man wahrscheinlich einen Zettel bekommen und das alles wäre nur ein theoretischer Ablauf gewesen. Hier ist das Spannendste, wenn der Bildungsapparat mal wieder Top-Ausstattung abliefert. Aber für den Zombie-Kurs haben die sich vor 11 Jahren richtig Mühe gegeben. Mit eigenem Storyboard, einem kleinen Intro-Film und Effekten, die es easy mit dem Filmeffekte-Kurs nebenan hätten aufnehmen können. Und du denkst wieder, ich verarsche euch? Nein! Schaut euch den neuen Flashfilm an, der sieht schlechter aus. Und ihr müsst euch überlegen, das ist kein Kurzfilmprojekt, sondern legit ein Trailer für einen Kurs darüber, wie ihr in der Zombie-Apokalypse überleben könnt. Entweder als Überlebender oder als Zombie? Rätsel, wie lebt man denn da? War das ein Studienfach oder Annie the Ducks D&D-Runde? Gut, wir wissen ja alle, dass Priorität Nummer 1 im Falle einer Apokalypse der Untoten Twinks sind. Twinkies. Das habe ich auch beim ersten Mal gesagt. Aber tatsächlich, oh Wunder, ging es gar nicht direkt nur um die Zombies. Also schon, aber im Vordergrund stand die Analyse, wie sich Katastrophen ganz generell auf Menschen, Familien, Gesellschaften, Zivilisationen und den gesamten Planeten auswirken können. Und natürlich hätte man dafür auch einfach die Pest und die große Depression nehmen können, aber Zombies machen halt alles schon ein bisschen interessanter. Ist wie Clickbait auf YouTube. Statt Mathe in der dritten zu sagen, sagst du einfach, du wirst es nicht fassen. Heiße Frauen suchen dich im Umkreis von x Metern. Wie viel wiegen 12 Melonen, wenn der Traktor von Bauern Fritz rückwärts über den Mars fährt? Und aus demselben Grund gibt es an der University of Central Florida auch Harry Potter Studies. Nein, Cold Mirrors Podcast zählt leider nicht. Ansonsten hätte ich das Nebenfach abgeschlossen mit einer 1 plus mit Schnatz. Gut, ist aber auch Florida. Da erwarte ich jetzt eh wenig. Und nein, das ist auch kein Ego-Trip. Der Dozent hat die gesamte Reihe nur 8-mal gelesen. 8-mal! Und naja, was wollt ihr hören? Das ist einfach nur ein Literaturkurs, in dem die Bücher durchanalysiert werden. Aber leider ist dieser Kurs dem schlimmsten aus der Harry Potter-Reihe zum Opfer gefallen. Der Autorin! J.K. Rowling. Nee, zu sagen, dass Harry Potter jetzt einen super tiefgehenden Plot hat. Ron und Hermine. Ehrlich, Alter. Voll offensichtlich. Genauso offensichtlich, dass Hermine schwarz war. Und Dumbledore schwul. Und es da diesen einen Juden gab. Auf Hogwarts. Egal, komm, ich mach weiter. Und die University of Durham hatte Harry Potter and the Age of Illusion im Kurskatalog und sich mit dem Phänomen der Potter-Popularität auseinandergesetzt. Danebenan in Durham Castle wurden, by the way, auch ein paar Szenen für Harry Potter 1 und 2 gedreht. Dieser Podcast ist zum Entspannen, zum Tagträumen und zur Belustigung während des Bügelperlen auf gedacht, warte mal, ich wünschte, ich könnte Harry Potter Podcast machen. Thinking about Harry Potter an der Lawrence University klingt dagegen ein bisschen lame. Thinking about Mathe, but doing it. Dafür haben viele Universitäten und Schulen endlich eigene Quidditch-Teams. Jawohl! Das Spiel, das erst beendet wird, wenn irgendjemand außerhalb des eigentlichen Spielfelds eine verfickte Murmel fängt. Mega spannend. Imagine, du schaust Fußball und das Game endet, weil jemand vor dem Stadion einen kleineren Ball gefangen hat. Aber gesehen hast du das nicht? Scheiße. Neben den wandelnden Toten und Kindern aus Schränken unter der Treppe haben es aber auch andere Berühmtheiten der Unterhaltung in die Klassenzimmer und Seminare geschafft. Annie the Ducks D&D wieder am Start. Hinter der gelben Familie steckt nämlich sehr viel mehr als gut verpackte Gesellschaftskritik, großartig geschriebener Humor, dies in den ersten Staffeln und gruselig akkurate Zukunftsvorhersagen. Basierend auf dem Buch The Simpsons and Philosophy von William Irwin gründete Tyler Shores 2003 an der University of California in Berkeley den Kurs The Simpsons and Philosophy. Ich meine, er hat nicht Kreativität studiert, wie wir sehen.
Und da wird dann erörtert, welche philosophischen Grundsätze Matt Groening mit... Ich habe 3 Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und 3 Geld? Verfolgt hat. Tatsächlich ist der Kurs aber eher dazu gedacht, gerade Anfängern im Philosophiestudium über die Serie bzw. Ausschnitte einfach einen Einstieg in das generelle Thema zu geben. Denn ja, vielleicht wollten die Autoren mit... Nukular. Das Wort heißt Nukular. Etwas Tiefgröniges sagen... Aber vielleicht auch nicht. Trotzdem, irgendwo ja eine nette Idee und hey, Matt Groening ist ja auch Fan von Nietzsche. Aber das ist auch so eine Antwort, die dir jeder ultra-edgy-Philo erst geben würde, der denkt, er hätte gerade das Universum nach einer Vorlesung über Nihilismus verstanden. Aber über die Antagonisten von The Walking Dead, einen Jungen in der Zauberwelt und eine fiktive Familie in einer fiktiven Welt, kann ja jeder sprechen. Popkultur mit echten Menschen, das ist die Königsdisziplin. Und deshalb kannst du an direkt mehreren Universitäten Taylor Swift studieren. Die würde ich auch immer studieren. Ey, zum Beispiel im belgischen Gent. Da gibt es einen von Taylor Swift inspirierten Literaturkurs. Und naja, neben anderen einflussreichen Schriftstellern werden da eben auch die Texte der Sängerin besprochen. Genau wie an der University of Texas oder an der Stanford University in Kalifornien. It's a love story, baby, just say yes, oh, 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 oh. Deep. So deep wie mein Tumblr. Aber das kann ja jeder. Songtexte analysieren ist ja... Deshalb gibt es an der Arizona State University einen Taylor Swift Psychologiekurs. What? Ich meine, selbst wenn du nichts mit ihr am Hut hast, hast du wahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise den ganzen Trubel um die Ticketverkäufe ihrer nächsten Tour mitbekommen. Die Frau macht in einer Tour mehr Geld als manche Länder dieser Welt im Jahr. What the ass? Und entsprechend geht's in dieser Vorlesung nicht nur um ihr Werk, sondern auch das Drumherum. Ne? Die Fans, die Beziehungen zu ihnen und so weiter und so fort. Und dafür gibt's in der Universität Melbourne einen Sextoy-Design-Kurs. Was ist denn das für ein Übergang? Ein Doktor in Vibrationskunde, ja, eine Forschungsarbeit in Tiefenbohrung. Okay, hands down, aber nicht down in die Hose, ist das genau genommen eigentlich nur ein delikater Designkurs. Weil die ganzen Formen heutzutage ja so langweilig sind. Hashtag Dead Dragon. Eine Silikonwurstform kann ja jeder. Aber mittlerweile gibt es ja einfach Sachen, die könntest du dir als Deko in die Wohnung stellen und niemand würde wissen, was es eigentlich ist. Dann wiederum kannst du dir auch überraschend viele Gegenstände sonst wohin stecken. Also was ist kein Toy, ist die Frage. Wo hört das auf? I mean, look at it. Das ist echt ein schöner Make-up-Pinsel. Oh. Und, oder hier, der Mörser ohne R. Oder das hier, Stufe 3 und ab geht's. Und wie wird denn die Abschlussarbeit bewertet? Und ist ein befriedigend besser als sehr gut? Gut, ich weiß, wo die Hintertür ist, ne? Aber bevor ich gehe, muss ich ja noch wissen, wer oder was da jetzt eigentlich rein und raus darf. Und dafür präsentiere ich den What What in the Butt Anal 101 Kurs an der Harvard Universität. Und der war genau das, wonach er sich anhört. Okay, vielleicht nicht genau das. Der fand im Rahmen einer von Studenten ins Leben gerufenen Themenwoche über Gesundheit, Workshops, Informationen etc. statt. Hier wurde also gelehrt, worauf die Leute achten sollen, wenn sie in den Club wollen. Und sorry, aber What What in the Butt ist hilarious. Und da haben einfach direkt 50 Arschlöcher mitgemacht. What What in the Butt first? Let me take a selfie. Kannst du dich noch daran erinnern, als man sich in den Anfängen der Smartphone-Ära noch darüber lustig gemacht hat, wenn Leute Selfies von sich gemacht haben? Heute kann man das studieren! Ha, ihr Loser! Aber was lernen wir jetzt im Selfie-Kurs der University of Southern California? Den goldenen Schnitt für die Frontkamera? Das perfekte Equipment für ein gutes Selfie? Natürlich ist der ganze Kurs sehr viel theoretischer und es geht mehr um die Analyse, was Selfies über uns aussagen. Hurra! Das schafft doch echt nur der Bildungsapparat. Aber so auf den zweiten Blick betrachtet, ist das ja auch gar nicht so eine weit hergeholte Idee. In der Geschichte der Malerei gibt es Selbstporträts und schon vor 100 Jahren haben Leute richtige Selfies mit richtigen Kameras gemacht. Bestimmt Megafoto geworden, Jürgen. Aber jetzt mal ehrlich, was sagt das aus, dass ich mich hier seit 10 Minuten selber filme? Speaking of, der Wasting Time on the Internet-Kurs der University of Pennsylvania könnte was für dich sein. Und nein, das ist kein Theoriekurs, der sich damit beschäftigt, warum und wie wir Zeit im Internet verschwenden. Hier ging es nämlich ganz praktisch darum, 3 Stunden pro Woche still mit den anderen Teilnehmern in einem Raum zu sitzen und gedankenlos durchs Internet zu browsen. Ich... im Büro. Immer. Die haben legit Credit Points dafür bekommen, was ich jeden Tag auf dem Klo mache. Studieren. Sollte was für uns sein. Und falls du dich jetzt fragst, warum auch immer. Nein, es gab keine Einschränkung bezüglich des Contents, den man sich in diesen 3 Stunden reinziehen durfte. Du hättest also theoretisch neben deinen Kumpeln 3 Stunden Hardcore-Porno gucken können. Ich im Büro. Immer.
Du siehst meinen Monitor nicht, Alter. Zusätzlich wurden im Rahmen des Kurses Bücher über Langeweile, Prokrastination und Zeitverschwendung gelesen. Aber wieso? Der Leiter des Kurses, Kenneth Goldsmith, ist der Meinung, dass wir mehr lesen und schreiben als in jeder anderen Generation, nur halt auf eine andere Art und Weise, die nicht als Literatur angesehen wird. Noch nicht! Mein WhatsApp ist Goethe, okay? Und laut Kenneth ist jeder Klick, jeder Scroll, jeder Like eine Aussage darüber, wer wir wirklich sind. Scheiße. Und mit nur einem Klick könntest du beweisen, wie unglaublich intelligent und gut aussehend du heute bist. Trau dich. Kriegst du auch 2 Credit Points.